Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Wir müssen uns viel klarer werden, welche Fragen wir als nächstes beantworten wollen und dann zielgerichtet dafür die Daten erfassen und auswerten und dann mit einem wirklich handhabbaren und umsetzbaren Ergebnis herauskommen. Mein Name ist Gerd Antis. Ich bin von der Ausbildung her Mathematiker und habe eigentlich mein gesamtes Berufsleben in der Medizin verbracht und insbesondere in den letzten 20 Jahren dort das Konzept der evidenzbasierten Medizin sehr stark gefördert und vorangebracht. Ja, wir sind leider damit konfrontiert, dass wir mit verschiedensten Zahlen überhäuft werden. Wenn man es böser formulieren will, sogar bombardiert. Und bei vielen dieser Zahlen ist erstmal unklar, was sie bedeuten, weil immer wieder versäumt wird, das Ziel zu formulieren, was wir mit einzelnen Zahlen verfolgen können. Das ist besonders eklatant bei der 35 oder bei der 50 auf 100.000 Infektionen, weil dort auch nicht klar ist. Es ist eine Mischform und ich habe es noch nirgendwo klar aufgeschrieben gesehen, aber es ist sicherlich ganz klar der Versuch, die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter irgendwie im Griff zu behalten. Dann hat man sich überlegt, wenn man das bekommt, dann wird über die Kontakte, die man dann ansprechen muss, im Mittel das irgendwo so im Rahmen gehalten. Rein aus der epidemiologischen Sicht haben die Zahlen eigentlich keine Bedeutung. Und auch im anderen Zusammenhang eben mit der Logistik müsste man sich überlegen, ob das, was wir vor einem halben Jahr ungefähr definiert haben, ob das heute noch Gültigkeit hat. Und da gibt es massive Kritik dran und ich teile diesen Teil. Viel transparenter kommunizieren. Also wir sehen die Zahlen immer wieder und dann gibt es auf der einen Seite Zahlen, die zu nennen völliger Unsinn sind. Zum Beispiel beginnt das dann in Nachrichten oft damit, dass wir mit den 300.000 oder etwas mehr bisher Infizierten in Deutschland konfrontiert werden. Die Zahl ist völlig ohne Bedeutung. Die ist wissenschaftlich schon von Bedeutung, um zu wissen, wie viele könnten denn schon jetzt immunisiert sein. Aber für den einzelnen Bürger ist das eher ein Verwirrspiel. Und wenn man dann diese sogenannte Reproduktionszahl, das große R oder R0 sieht, das zum Beispiel dann mit zwei Stellen im Komma angegeben wird, auch diese Zahlen der Genauigkeit völlig bedeutungslos. Und so kann man diese Zahlen durchdeklinieren und fragt sich dann an vielen Stellen, wie könnte es besser gehen? Und da ist aus meiner Sicht ganz klar, es muss erstens gesagt werden, was will ich damit erreichen? Und zweitens muss ich sie dann auch so kommunizieren, dass ich eine Sprache wähle, die etwas erklärend ist und auch dem Normalbürger, wenn es sowas gibt wie ein Normalbürger, irgendwo doch die Möglichkeiten gibt, es zumindest im Prinzip zu verstehen. Einmal muss man natürlich den Zusammenhang schon versuchen zu erläutern und dann muss man auch anders damit umgehen. Also wir sehen ja oft Absolutzahlen. Dann sehen wir zum Beispiel eine Karte von Mitteleuropa, wo überall Zahlen angegeben werden über Infektionen, Absolutzahlen von Spanien über Frankreich bis nach Tschechien. Aber da steht zum Beispiel nicht die Einwohnerzahl des Landes dabei. Das ist eine Dauersünde bei Zahlenvermittlungen, dass man den Nenner nicht mitschreibt. Also zum Beispiel so und so viele Infizierte in Tschechien haben eine völlig andere Bedeutung als die Anzahl der Infizierten in Spanien oder Frankreich, weil die Länder so unterschiedlich groß sind. Das ist ein Beispiel. Und dann, das kann man durchdeklinieren und an vielen Stellen wird einfach nicht sauber kommuniziert. Und das ist, also wir hören das ja oft dann auch von den Politikern, Bundesgesundheitsminister Spahn, die dann die Zahlen erläutern und dann sagen, dass sie optimistisch sind oder pessimistisch. Das ist zu wenig. Also richtig zu kommunizieren, Risikokommunikation ist eine Profession, die man nicht mal so aus dem Ärmel schütteln kann oder an das nächste Mikrofon sprechen kann. Wir sehen gegenwärtig eine völlige Überbetonung der Virologie. Die Virologie hat natürlich sehr spezielle Aufgaben hier, aber das gesamte Spektrum, auch gerade der Gegenmaßnahmen oder auch der Verbreitung,
bezieht sich auf viel mehr wissenschaftliche und auch andere Berufsgruppen. Also Ärzte natürlich sowieso, aber auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es Immunologen, dann gibt es sogenannte Infektionsepidemiologen, die sich ganz speziell mit der Ausbreitungsdynamik beschäftigen. Und das ist keine Frage, auch in der Ausbildung, wofür Virologen besonders qualifiziert wären. Sie haben einen guten Blick darauf, weil sie ja damit arbeiten. Aber was dann tatsächlich passiert, geht ja viel, viel weiter. Und wenn man dann an das hintere Ende dieses Spektrums schaut, dann sieht man, dass wir Sozialwissenschaftler sicherlich dabei brauchen, auch Soziologen, die Auswirkungen zum Beispiel auf ältere Menschen oder alte Menschen in Pflegeheimen sind ja viel verheerender, als wir im Allgemeinen gerade wahrnehmen. Ich sehe das an meiner eigenen Familie. Ja, diese Vereinsamung, auch wenn bei Leuten, die noch zu Hause wohnen. Und wenn man dann noch weitergeht, dann ist man bei den Kommunikationswissenschaftlern, wie ich eigentlich diese Informationen und die Kommunikation zwischen Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen definiere, wie ich das dann praktiziere. Deswegen werde ich sehen, wer das finde ich sehr negativ, dass dauernd auf die Jungen geschaut wird und auch böse kommentiert wird, dass sie ihre Feten feiern. Da ist sicherlich sehr viel im Argen, aber da muss man sich auch überlegen, wie geht man damit um. Das sind ja Berufsgruppen, das sind ja Altersgruppen, die gerade gegenwärtig große Teile ihrer Entwicklung dahin schwinden sehen. Also durch die Weltreisen oder ein Jahr Australien ist ja für die zum Beispiel, die jetzt gerade ihre Schule abgeschlossen haben, wo das noch vor einem Jahr völlige Selbstverständlichkeit war, Work and Travel. Alle diese Tore sind verschlossen und es suchen sich diese Aktivitäten und Wünsche Ventile und damit muss man umgehen. Und das ist gegenwärtig noch nicht in einem zufriedenstellenden Maß erfolgt.